Über die zeitgenössische deutsche Kunst- und Kulturszene eigentlich so oft bei minus 100. Darauf hatte ich keine Lust mehr. Willkommen zu den Decolonized Glamour Talks. Bei uns ist Raum für Empowerment anstatt Erklärschleifen. Wir wollen inspirieren und inspiriert werden. Und dazu habe ich mir 12 spannende Gästinnen eingeladen. Unser Motto: Dekolonisieren und Glamour. Wir sind hier in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Die Volksbühne wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von sogenannten Arbeitergroschen errichtet, als Gegenentwurf zum bürgerlichen Theater und zu den Ausschlüssen, die das bürgerliche Theater produzierte. Wir sind hier im Roten Salon. Der Rote Salon atmet noch einiges der sozialistischen DDR-Kultur der 50er Jahre. Kunst und Luxus für alle war damals die Devise, die wir bis heute erstrebenswert finden. Daran knüpfen schließlich auch die Decolonized Glamour Talks an. Mein Körper ist mein Medium, hat mein heutiger Gast einmal gesagt. Wenn er dieses Medium in seinen Performances in Szene setzt, dann mal lieblich poetisch, mal offen konfrontativ. Installationen, Performances, Objekte, Fotografien, Theater, Kino. Mein Gast ist ein vielseitiger Künstler. Seine Arbeiten entziehen sich dem marginalisierten Blick und schaffen neue, selbstbestimmte Räume. Unsere gemeinsame Performance am Ende des Talks ist ein einzigartiges Zwiegespräch zwischen Kopf und Herz. Darauf dürft ihr euch freuen. Herzlich willkommen, Pham Minh Duc. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Dankeschön, hi. Duc, du bist sehr erfolgreich unterwegs in ganz verschiedenen künstlerischen Disziplinen. Du bist bildender Künstler, du bist Schauspieler, Performer, du bist Bühnenbildner, du machst Musik. Du bist in Ostdeutschland aufgewachsen und hast mal gesagt, so deine Kindheit und Jugend war eigentlich geprägt davon, dass du das Gefühl hattest, du müsstest in der Masse verschwinden oder dir auch gesagt wurde, so möglichst nicht auffallen, möglichst angepasst sein. Wenn man deine Kunst heute sieht, das ist so genau das Gegenteil davon. Also deine Kostüme, deine Installationen, deine Objektkunst, deine Fotografien, auch die Performances, wo du als Schauspieler und Performer auftrittst, die haben eine unheimliche Freiheit und Kraft und nehmen Raum ein und also zumindest empfinde ich das so. In einem Taz-Artikel aus dem Jahr 2020 hieß es über deine Arbeit: Seine Skulpturen und Kostüme brechen konventionelle Geschlechterrollen auf. Hier wachsen und überwuchern Stoffe in Form von Lilien oder Lotus den Körper. Meterlange Schmuckketten ziehen sich wie Absperrung durch den Raum. Seine Arbeiten begeistern die Dragkultur ebenso wie die Kunstgalerien. Wie war dein Weg von dieser verordneten Angepasstheit in diese künstlerische Freiheit, enorme Expressivität, so das Feiern von Sichtbarkeit? Ich würde sagen, es war ein sehr steiniger Weg, ein sehr langer Weg. Ein Anfang für mich war Queerness, weil ich das damals nicht verstanden hatte, dass ich trotz meiner Homosexualität auch in den besagten Kreisen trotzdem auch diskriminiert wurde. Und das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich nicht verstanden hatte, was los war. Weil ich dachte, jetzt bin ich doch endlich angekommen. Jetzt bin ich doch in einer Bubble, wo man mich doch akzeptieren müsste. Hab nicht verstanden, dass es sowas wie Mehrfachdiskriminierung gibt. Das kannte ich damals nicht. Das Wort war für mich neu. Wenn man nicht diese Mechanismen versteht, wie ich damals, fängt man an, sich selbst dafür zu blamen. Ja. Und fragt sich, was ist bei mir falsch? Wer sind die Menschen, zu denen ich gehöre? Ja. Und so hat sich meine Kunst auch in diese Richtung eben ganz schön stark ausgerichtet gehabt. Eine ganz starke Untersuchung von, wer bin ich?
Wer darf ich sein? Wie viel muss ich auch Widerstand zeigen, um das sein zu dürfen, was ich bin? Mhm. Und das war so der Anfang für mich selbst einstehen zu können. Mhm. Und das war aber auch jetzt in der Retrospektive, weiß ich auch, dass es für mich wichtig war, damit anzufangen, weil eben auch das vietnamesische Erbe für mich noch mal viel traumatisierter war, weil ich ganz lange das verleugnen wollte. Mhm. Ich wollte so deutsch wie möglich sein, ich wollte so weiß wie möglich sein. Weil du auch das Gefühl hattest, das wird von dir erwartet von außen. Oder es macht es leichter, durchzukommen. Genau, es macht es leichter, ungefährlicher. Mhm. Und sich dann aber selbst später einzugestehen, was man da eigentlich so verleugnet hat. Mhm. Und was man gedacht hatte, das tut halt weh. Mhm. Weil man dann merkt, wie stark man von so einer Struktur eingenommen ist, ohne es zu wissen. Mhm. Und wie sehr man anderen Menschen Unrecht tut, gedanklich. Mhm. Und dass das eigentlich viel gefährlicher ist als das andere, wovor man solche Angst hat. Ja, ja, genau, ja. Richtig. Und für mich war es, ich habe dann erst 2018 eigentlich, als ich dann so auch mich in Berlin eingelebt hatte, hatte ich angefangen, eben auch in diese Richtung meiner Identität zu arbeiten, zu untersuchen, zu forschen, Fragen zu stellen. Und genau, und das ist halt eben auch sehr viel mit Rückschlägen verbunden, mit wiederum Errungenschaften, dass ich habe zum Beispiel einfach, ich kann endlich vietnamesisch schreiben. Ah, das, hast du dann, das heißt, das hast du dann gelernt? Das habe ich danach gelernt, richtig. Ich kann zwar immer noch nicht gut sprechen, aber ich verstehe es besser und habe das Gefühl, ich komm dem auch näher und komme damit auch mir näher. Holst dir diese Identität zurück. Ja, ja, genau. Und da ist eben die Kunst für mich ein ganz, ganz wichtiges Medium. Es ist ein individueller Prozess, aber der geht auch nicht ohne das Kollektiv, ohne die Gemeinschaft. Weil man ja immer dazu tendiert zu denken, man ist der oder die Einzige, dem das so passiert und ja auch dazu irgendwie erzogen wird, das zu denken, dass das ein individuelles Problem ist. Ja. Und dann der Moment, wo man entdeckt, dass es, ja, wie du sagst, dass es halt andere gibt, andere Communities, die ähnliche Erfahrungen machen oder eben, dass man selber auch zu einer Community gehört, wo ganz viele Menschen sind, die irgendwie sehr, sehr ähnliche Erfahrungen machen. Das ist, finde ich, einerseits erschreckend und aber auch andererseits erleichternd, dass man irgendwie weiß, man spinnt nicht und es ist keine Sache, die einen nur alleine betrifft. Ja, ja, genau, richtig. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Wann hast du angefangen, das künstlerische Arbeiten für dich zu entdecken? War das sehr früh klar oder gab es einen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte, oder wo du spürt hast, ich möchte Künstler werden? Ich habe schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, sehr gern gesungen, sehr gern gemalt. Mhm. Und hatte das Glück, dass meine Eltern das auch gefördert haben, indem ich in die Musikschule gehen konnte und später auch auf das Musikgymnasium. Und dadurch war mein Leben eigentlich immer schon nur in die Musik ausgerichtet, bis ich dann nach dem Abitur dann ein Architekturstudium angefangen hatte und nach meinem Bachelor gemerkt hat, okay, ich möchte irgendwie freier arbeiten. Mhm. Und bin eigentlich dann erst wieder nach einer vierjährigen Pause wieder zurück eigentlich in Musik und in Kunst gegangen. Nach Schule und Abitur in Schlema und Zwickau, das ist, glaube ich, beides in Sachsen, ne? Bist du dann zum Studium gegangen nach Karlsruhe, also nach Baden-Württemberg? Richtig. Ich habe erst Architektur studiert auf Bachelor. Und dann habe ich 2014 angefangen, auf Diplom Ausstellungsgestaltung und Szenografie zu studieren. Mhm. Und dann bin ich jetzt 2016 aus privaten Gründen nach Berlin gezogen und habe dann auch an der UdK angefangen, noch Performance zu studieren. Ah, okay. Das heißt, da kam das Schauspielerische rein. Genau, da kam das wieder mehr rein, auch so eben viel mehr mit dem Körper arbeiten zu können, als eben als mein Medium. Woran arbeitest du gerade im Moment? Jetzt gerade arbeite ich an der Installation 12% und mit dem zweiten Titel auf Vietnamesisch So An Den Soi. Und das heißt so viel wie Es ist Zeit zum Essen. Mhm. Und Gegenstand der Arbeit ist, dass ich gern an die Vertragsarbeit in der DDR-Zeit erinnern möchte, an eben auch die schlechten
Lebensbedingungen der vor allem vietnamesischen VertragsarbeiterInnen. Mhm. Und genau, und möchte damit natürlich auch so gern an meine Eltern die zu gedenken. Der Generation genau, gehörten. Richtig, mhm. genau. Der erste Teil sind aus Keramik geformte Grabvasen in einem marmorierten Blau- und Weißton. Mhm. Und dann gibt es noch eine Wandarbeit dazu aus ca. 130 A4-Formaten auf Fahnenstoff gedruckt, mhm. die auch ein Himmelsmotiv darstellen und wo auch vereinzelt dann Texte gedruckt sind, die eben darauf hindeuten, auf die Thematik. Mhm. Der Ursprung der Arbeit mhm. war eigentlich das Tagebuch einer vietnamesischen Ärztin aus dem Vietnamkrieg. Und da sprechen wir halt von den End-60ern, Anfang 70er Jahre. Sie selbst hat das Kriegsende nicht miterleben können. Ich habe das Buch damals gelesen und hatte dann für mich so die Erkenntnis, dass eigentlich auch nach Beendigung des Krieges dieser Krieg weiterging in Form eben auch dieser Vertragsarbeit, weil das eine unmittelbare Konsequenz des Krieges war, mhm. genau eben für die Reparationen und für den Aufbau des Landes wieder. Hat man dann vietnamesische Staatsbürger in die DDR eingeflogen, um dort Arbeit zu verrichten und eben 12% jedes einzelnen Bruttoeinkommens in den Wiederaufbau des Landes von Vietnam zu stecken. Und so dachte ich für mich, dass unter diesen Bedingungen führten auf einmal viele Vietnamesen ihren eigenen Krieg zwischen den Stühlen von DDR und Vietnam, weil es eben auch eigentlich ein Privileg war, in die westliche Welt reisen zu können und dort eben Bildung zu bekommen, arbeiten zu können. Mhm. Gleichzeitig war man dadurch eben politisch aber auch ganz schön unter Zwang. Also du konntest jetzt nicht einfach zurück aus der DDR nach Vietnam kommen, weil du hättest ja damit dein Privileg einfach abgegeben. Ja, so diese alte Migra-Geschichte. Man Richtig. Kann nicht nach Hause, ohne sein Gesicht zu verlieren, wenn man bestimmte Dinge nicht erreicht hat. Genau, richtig. Und eine Bedingung eben auch in der Vertragsarbeit war es, dass man keine Kinder zeugen durfte. Man hätte eben nach Vietnam zurückgehen können und dort das Kind austragen können, aber man durfte es nicht in Deutschland. Ah, okay. Das und dadurch gab es eben sehr, sehr viele Abtreibungen. Und darüber wird halt wenig gesprochen, bis eben auch gar nicht. Ja. Viele Vietnamesen tragen dieses Trauma mit sich mit. Und es wird auch so mit in die nächsten Generationen genommen. Und deswegen war für mich wichtig, in der Installation eine Arbeit zu machen, die für die Gemeinschaft ist, für die vietnamesische Community auch. Als Sammelort zu sagen, okay, hier können wir eben auch Blumen niederlegen. Mhm. Und so sind diese Grabvasen auch nicht nur ein Monument oder eine Gedenkstätte für sich, sondern auch eben interaktiv mit den Menschen, die dann eben Blumen bringen können. Mhm. Und deswegen ist auch der Titel eben zweiteilig. Eben die 12%, die darauf aufmerksam machen sollen für diese Bruttoeinkommenabzüge. Mhm. Und so an den soll es wiederum an die vietnamesische Community auch gerichtet. Mhm. So im Sinne von, ihr seid eingeladen, Essen ist eine wichtige, spielt eine sehr große Rolle in der Kultur, im Sozialleben. Und dass wir hier eben uns zusammenfinden können und dass das so eine Art Safer Space kreieren soll. Mhm. In deiner aktuellen Arbeit lädst du ja die Zuschauer dazu ein, den vietnamesischen VertragsarbeiterInnen zu gedenken. Und ein Teil deutsch-vietnamesischer Geschichte, also und damit auch deutscher Geschichte, ist ja eine deutsche Geschichte, kennenzulernen, der kaum thematisiert wird. Auch sonst geht es oft in deinen Projekten um diese, wie ich sie immer nenne, unsichtbaren Geschichten. Nicht, weil sie nicht existent wären, sondern weil sie in der deutschen Kunst- und Kulturlandschaft, sei es Theater, sei es Fernsehen, Film, sei es bildende Kunst, sei es auch Literatur, kaum vorkommen, dadurch unsichtbar gemacht werden. Welche Geschichten meinst du, fehlen uns in Deutschland? Welche Geschichten müssten noch mehr erzählt werden und bräuchten noch mehr Sichtbarkeit? Und aus welcher Perspektive? Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich
die noch wichtigere Frage, wer darf die erzählen und wer soll diese Geschichten erzählen? Und ich glaube, das ist unabhängig von der Thematik, denke ich, ist es wichtig, dass eben Menschen darüber sprechen sollten, die auch davon betroffen sind und die auch sich mitteilen möchten. Je nachdem, aus welcher Perspektive es erzählt wird, hängt, glaube ich, sehr davon ab, ob es wirklich ein authentisches Bild zeichnet und sowas wie Heilung und Reparation stattfinden kann oder ob es vielleicht sogar noch schlimmer wird. Eben da kann ich jetzt zum Beispiel von meiner Seite aus sagen, dass ich mehr über die Vertragsarbeit reden möchte, mehr über Reparation reden möchte für unsere Elterngeneration, für den Begriff von Model Minority. Darüber zu reden, dass das eigentlich in sich ein Trugschluss ist. Ja. Wir müssen so viel über Diskriminierung von jeglicher Marginalisierung sprechen. Dieser Prozess von Heilung, von etwas hinterfragen und zu reflektieren und dann sich auch eingestehen zu können, dass man eben bestimmten internalisierten Mechanismen auch eben unterworfen ist, das ist ein individueller Prozess und der kann aber vor allem, indem man ihn mit anderen Menschen teilt, ihnen den Mut geben, auch diesen Schritt zu gehen und eben mal kurz aus der eigenen Bubble rauszugehen und zu fragen, okay, was mache ich da eigentlich? Und habe ich jemals schon überlegt, in diese Perspektive zu denken? Das finde ich ganz großartig an deiner Kunst. Und ich finde, genau das funktioniert auch. Das ist diese Art und Weise, wie du ja auch immer wieder deutsch-vietnamesische Geschichte thematisierst oder auch die Geschichte der vietnamesischen Diaspora, Diskurse darum verschränkst mit einem ganz persönlichen, liebevoll zärtlichen Blick auf diese Community. Weil das ist für mich deutsche Geschichte, Teil der Geschichte, die ich nicht in der Schule lerne. Genau. Und gleichzeitig die darunterliegende menschlich-emotionale Dimension, die halt durch deinen sehr persönlichen Zugriff darauf kommt. Und das, finde ich, ist so eine der Sachen, die deine Arbeiten sehr einzigartig machen. Du hast mit ganz verschiedenen Institutionen, Kompanien, Kollektiven zusammengearbeitet, wie dem Freien Theater Hannover, dem Theater Gessnerallee in Zürich, dem Hebbeltheater und den Sophienseelen hier in Berlin und mit dem Theater Oberhausen. Und das sind ja Institutionen, die teilweise so halb frei in der freien Szene angesiedelt sind und die aber auch ganz klar zum Mainstream und zum Stadt- und Staatstheater gehören. Wie sind deine Präferenzen, wenn wir darüber reden, so freie Szene, der sogenannte Mainstream, die institutionalisierte Szene? Beide Bereiche funktionieren ziemlich unterschiedlich. Sowohl von Planung, von Kommunikation, von Bezahlung. Und aber beide haben Vor- und Nachteile. Es ist schön, die freie Szene zu haben, weil man da eben oftmals viel experimenteller sein kann, nicht einem bestimmten Trend folgen muss, dass Dinge oftmals persönlicher kommuniziert werden. Und wiederum ist es aber genauso auch wichtig, wenn man dann zum Beispiel auf der Ebene der Institution arbeitet, dass das auch unumgänglich ist, weil eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, unsichtbar gemachte Geschichten eben auch so die Möglichkeit haben, sichtbar zu werden. Und deswegen wäre es, glaube ich, für mich gesehen ein Fehler, wenn ich mich dem abkehren würde und sagen würde, nein, ich möchte nur in der freien Szene arbeiten, weil sich so ja auch nicht viel ändern würde. Hast du das Gefühl, du behältst die Deutungshoheit über diese sichtbar gemachten Geschichten oder in der institutionalisierten Szene musst du da mehr drauf achten oder vielleicht ja auch gar nicht? Ich glaube, es kommt da wahrscheinlich eher darauf an, mit welchen Menschen man arbeitet und gar nicht mit welchen Szenen. Aber klar ist natürlich das Machtgefälle zwischen mir und einer Institution viel, viel größer. Und damit ist auch die Bedrohung erstmal größer und die Zweifel, wo man dann denkt, warum jetzt ich? Also warum darf ich auf einmal? Ich denke, dass das eine ganz essentielle Frage eben vor allem für uns migrantisierte Menschen. Bis zu welchem Grad kann ich sozusagen
da mitmachen und ab wo würde ich sagen, bin ich jetzt auf einmal nur noch ein Token? Tokenism. Richtig. Und ich glaube, das ist immer von Fall zu Fall anders, wo man sich überlegen muss, was will ich eigentlich? Und ich glaube, dann ist es auch eine Frage von Zeitfaktor. Also wie langfristig will man zum Beispiel Dinge verändern und was muss man dafür in Kauf nehmen? Und ich glaube, wenn man diese Ziele für sich formuliert und damit dann aber auch loyal bleibt, dann wird man einfach weiter seine Deutungshoheit behalten können. Wie bist du von der bildenden Kunst zur Performance gekommen, zum Schauspiel? Dieser Schritt, wann hat der stattgefunden, warum und wie? Es hat eigentlich mal damit angefangen, dass ich ein Bühnenbild gemacht hatte mit Kommilitoninnen. Und wir hatten gedacht, komm, wir bauen noch für das Bühnenbild noch eine kleine Intervention ein. Und dann haben wir performt eben auch mit und mit dem Publikum es eingeführt. Und da habe ich eigentlich so gemerkt, eigentlich macht mir das voll Spaß. Für mich selbst wurde es auch immer wichtiger oder unumgänglich, sagen wir mal so, dass ich für bestimmte Sachen einfach selbst auf die Bühne muss. Und da auch wieder gab es für mich den Reminder, okay, für mich gab es als Kind nie diese Vorbilder. Ich kannte keine asiatischstämmigen Menschen auf einer Bühne, in einem Film. Ja. Und darum kommt man gar nicht drauf. Da kommt man dann gar nicht drauf und denkt eigentlich, nee, da gehöre ich nicht hin. Ja. Ja. Und dann denke ich so an meine Cousinen, die sind alle so 10 Jahre jünger, 10, 15 Jahre. Und dann denke ich, nee, jetzt habe ich die Chance, Sichtbarkeit zu zeigen und kann vielleicht damit einer Generation nach uns einfach schon vielleicht was mitgeben und sie dazu inspirieren. Du das Vorbild sozusagen, also, oder du zeigst, dass man diese Räume... Dass es uns gibt. Ja, dass es uns gibt. Lass uns über deine Arbeit als Performer und Schauspieler sprechen. Du hast mit der afrodeutschen Regisseurin Miriam Ibrahim 21. zusammengearbeitet, 2021. Das heißt, in einer der kleinen Lücken, wo man trotz Lockdown irgendwie arbeiten konnte. Das war am Staatsschauspiel Hannover. Und das war für eine dramatische Adaption von Olivia Wenzels 1000 Serpentinen Angst. Erzähl uns ein bisschen davon. Was war das für eine Arbeit und wie kam es dazu? In dem Buch geht es ja eben darum, wie eine afrodeutsche Frau durch die Welt reist und eben ihre Erfahrungen schildert, wie ihr Körper in diesen verschiedenen Umgebungen wahrgenommen wird. Es sind immer so kleine Episoden, die erzählt werden, so wie aus dem Leben heraus. Ne? Und dann poppt da wieder eine Erinnerung auf und da. Und in der Inszenierung waren wir 3 PerformerInnen auf der Bühne, 2 aus dem Ensemble, Sabrina Cisse und Nicholas Matthew, auch beides Afrodeutsche. Das war schon besonders, ist mir vor allem da aufgefallen, als es hieß, wir kriegen Trainingsklamotten. Und ich war so, aber ich habe meine eigene Jogginghose mit. Musst du gar nicht, du kriegst auch Unterhosen. Ich war so, wow. Aber das ist halt Staatstheater. Ja, das genau. Ging mir auch so die ersten Male, wo ich dann hatte ich eine Garderobiere, die mir das immer alles schön hingelegt hat und so. Und ich habe immer alles selber gemacht. Und ich glaube, ich habe die sogar ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil die so dachte, wieso macht die immer alles selber und hängt das selber weg? Und so, weil ich das so gewohnt war aus der freien Szene. Genau. Und ich war es überhaupt nicht gewohnt, bedient zu werden. Genau. Und mir war das irgendwie auch ein bisschen unangenehm, bis ich mich dann daran gewöhnt habe, dass jemand anders das alles so für mich macht. Also das war für mich so ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis. Ja. Und es war echt toll für mich, in dieser Konstellation die Erfahrung machen zu können. Weil wir eben, also Miriam hat einfach unsere Qualitäten ausfindig gemacht und hat versucht, damit zu arbeiten, anstelle uns irgendwie didaktisch da zu inszenieren. Richtig, genau. Sondern es war wirklich, wir haben alle so unsere Stärken und Vorlieben einfach einbringen können. Dadurch war das für mich ein sehr, sehr angenehmes Umfeld und hat sich sehr sicher angefühlt. Du bist auch Filmschauspieler, hast in dem Spielfilm Neubau unter der Regie von Johannes Schmidt neben Touquet Royal gespielt. Ja, Neubau ist ja ein Film, der auf dem brandenburgischen Land in der Uckermark spielt. Und da gibt es eben Markus, den Türkei gespielt hatte, der Hauptdarsteller,
der sich um seine zwei jüdischen Großmütter kümmert, mhm, auf dem Land. Und dann gibt es Duck, den ich gespielt hatte, der gerade aus Berlin zurück aufs Land umzieht, mhm, um seiner Mutter zu helfen, weil der Vater verstorben ist. Markus und Duck lernen sich kennen auf dem Land, dann verlieben sich ineinander. Und eigentlich wollte Markus immer in die Stadt, mhm, und ist aber eben immer geblieben wegen den Großmüttern. So stellt sich im Film einfach die Frage, wie werden sich beide entscheiden? Wird, mhm, Markus eben in die Stadt gehen? Mhm. Und was wird Duck machen? Gemäß der neuen Selbstverständlichkeit, die Tüki Royal für uns sozusagen ausgesprochen hatte, wurde der Film produziert. Also mit dem Bewusstsein, dass Transsexualität, dass Homosexualität eben ganz selbstverständliche Dinge in unserer Gesellschaft sein würden. Mhm. Und wir darüber gar nicht reden, sondern eigentlich darüber mal sprechen, wie der Alltag der Menschen, ja, ist. Der Film ist sehr, sehr leise. Das war auch für uns so die Motivation dahinter, zu zeigen, dass Queerness nicht nur immer bunt und Party ist, mhm, sondern also dass das Klischee wir eben, sozusagen. Richtig, genau, das, sondern dass wir genauso Menschen sind mit Problemen, mit grauen Alltagen, mit Sehnsüchten, die ganz, ganz bodenständig sein können. Das passt ganz gut eben zu dem Thema der Eigenwahrnehmung, mhm, weil ich, wenn ich performe, habe ich das Setting, gestalte ich das. Mhm. Und dann weiß ich, in welchen Rahmen ich mich begebe, mhm, und weiß deswegen auch, was meine Rolle und was mein Körper in dem Moment performen soll. Mhm. Und das fühlt sich sicherer an, als wenn ich zum Beispiel mich in eine Bahn setze und eben nicht weiß, was Leute über, mhm, mich denken, weil es kein inhaltliches Framing gibt von einem Beschreibungstext, mhm, oder einem Titel. Also wo du diese Deutungshoheit nicht hast. Genau, und, ja. Wo man nicht weiß, wie die Szene ausgeht, sozusagen. Richtig, und ja, wo ich auch ganz oft nicht weiß, was Blicke bedeuten. Mhm. Also das hatten wir auch. Wir haben sehr viel über Blicke gesprochen, als wir über 1017 Angst geredet haben. Mhm. Ja. Dass Blicke im öffentlichen Raum, man kann sie ganz oft eben nicht deuten. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand gerade mich am liebsten massakrieren möchte. Ich weiß nicht, ob ich gerade einen bösen Kommentar damit bekomme. Aber ich weiß, also was ich weiß, sind, dass diese Blicke mich verunsichern. Mhm. Und auf der Bühne ist es halt ganz klar, okay, es gibt ein Publikum und es gibt eine Bühne, auf der Menschen performen. Und da ist das halt der Deal, dass man angeschaut wird und da gibt es Blicke. Mhm. Und deswegen fühlt sich das für mich einfach sicherer an. Mhm. Dazu gibt es halt Regeln. Mhm, es gibt Verabredungen. Ja, so, dass genau. Und man kann den Blick zurückgeben. Ja, exakt. Ja. Hat sich dein Selbstbild im Laufe deiner Arbeit, deiner künstlerischen Arbeit verändert? Viele Dinge sind für mich jetzt viel, darin bin ich viel selbstbewusster, mhm, und sehe es als viel selbstverständlicher an. Mhm. Also so im Sinne von, nicht, dass ich es so for granted halte, mhm, sondern eher, dass ich darüber nicht mehr diskutieren will, mhm, mit anderen Leuten, sondern dass ich jetzt das auch einfordere, dass man das einfach jetzt so akzeptiert. Mhm. Wo ich früher viel, viel mehr auf mich noch fokussiert war, öffne ich mich immer viel mehr eben auch zu Kollektivismus, mhm, und möchte da auch eben viel aktiver sein, mhm, weil ich eben da auch merke, dass das einfach gerade jetzt im Moment für mich so die Zukunft ist. Das ist das richtige Stichwort. Was ist die Zukunft? Was ist der Ausblick für dich? Was sind deine nächsten Projekte, die kommen? Oder woran arbeitest du gerade? Langfristig gesehen bin ich froh, wenn ich meinen Job so weitermachen kann und davon leben kann. Mhm. Ich möchte noch viel mehr zu meiner vietnamesischen Identität forschen. Aber ich habe natürlich auch Lust, dann, wenn ich mal nicht daran arbeiten möchte, dass ich auch die Möglichkeit habe, an anderen Dingen arbeiten zu können. Mhm. Und dass das dann auch von außen akzeptiert wird. Mhm. Wir sind am Ende unseres Talks schon angelangt. Wir haben viel darüber gesprochen, dass der Körper im Zentrum deiner Arbeit steht. Und damit wird auch unsere performative Einlage was zu tun haben, glaube ich. Was werden wir machen? Wir werden einen Text lesen, performen, den ich seit 2016 schreibe, mhm,
Und da geht es eben um ein Streitgespräch oder ein Schlichtungsgespräch zwischen meiner Haut und meinem Kopf, so meinem Verstand. Der Text ist initiiert gewesen dadurch, dass ich mal eben 2016 ziemlich krank war und mich nicht mehr bewegen konnte und so eingeschränkt war, dass ich nur tippen konnte. Und dann habe ich einfach runtergetippt und hatte mich gefragt, wofür habe ich meine Haut, wenn sie mir eigentlich nur Schmerzen zufügt und ich gerade nichts berühren darf, nichts anfassen darf und alles, was mich berührt, tut mir weh. Jahre später ist mir dann eigentlich aufgefallen, dass ganz vieles, an dem ich jetzt arbeite, eben auch mit Haut als was Politisches, dass das damals schon ganz unterbewusst da war und ich es aber über eine medizinische Schiene eigentlich nur erfahren konnte. Genau, und da werden wir jetzt einen Auszug daraus performen und da freue ich mich ganz doll. Ich auch. Vielen Dank, dass du Dankeschön. Hier warst. Letztens hatte ich einen Traum. Wir laufen auf einem Steg, freischwebend, ohne Umgebung, folgen anderen Menschen uns voraus. Angekommen, ich weiß nicht mehr. Haben wir das Ende des Stegs erreicht? Ich möchte es richtig machen. Was können wir noch besser machen? Du bist ein Teil von mir. Du umgibst mich, weich und lieblich. Du bist mein größter Sinn. Du bist Sinnlichkeit. Sanft nimmst du deine Umgebung in mich auf. Bebst, pulsierst, auf und ab. Ich spüre deinen Atem. Du flößt mir die schönsten Dinge ein und ich beginne zu träumen. Erst nur ein kleines Aufatmen. Bäume ich mich auf zu einer Welle. Mit jeder weiteren werde ich stärker und sicherer. Dein Sog entreißt mir mein Gesicht, entschleiert mich. Weich und lieblich, doch völlig brutal. Du bist mein Abbild und ich das Resultat deiner Geheimnisse. Mein Geist bestimmt dich und du bestimmst meinen Geist. Ohne mich gibt es dich nicht. Ohne dich gibt es mich. Ich umarme dich, fühle mich, so wie du mich fühlst. Ich erkenne mein Inneres, ängstlich, zweifelnd. Warum versteckst du dich? Du bist schön. Du bist gut zu mir. Du hast so viel Güte, ist tugendhaft und göttlich. Deine Eltern haben dich danach benannt. Wenn wir ein Zuhause in uns finden, können wir dann gütig miteinander sein? Nürk. Wasser auf Vietnamesisch. Oder die Kennzeichnung für etwas Flüssiges, aber auch die Bezeichnung für ein Land, für einen Staat. Breitst du auf mich ein und konfrontierst mich mit mir, dann bin ich dein Abbild und du mein Zuhause. Ohne mich gibt es dich nicht. Ohne dich kann es mich nicht geben. Decolonize, Glamour Talks.